Welcome back to another German food review and lobster time. Mr. Lobster. Yeah. Lobster in German is Hummer. Yeah, Hummer. And it's jalapeno taste. Yeah, looks quite funny. Okay, need to do this later. And it's corn and peanut. Yeah, let's check out the nutrition facts. How many grams? 125, okay. 480 calories. Yeah, and a lot of fat. Yeah, it's a snack. Nothing special here. 60% corn stuff and 28% peanut. Maisnack mit Erdnüssen und Chili-Geschmack in German. It's a corn snack with peanut and chili taste. Krusty Krock. This is Lidl stuff. 79 cents, yeah, 79. Yeah, let's open it. Oh, very smooth opening here. Looks funny, yeah. Let's compare this. Okay, I need this and I need the thumbnail, so yeah. Okay, yeah, that's how it looks. Looks funny. Yeah, quite close. You can see here the claws. Yeah. Okay, that looks here very soft, but yeah, that looks actually better. The real product looks better than the packaging product. Yeah, let me sniff it. Yeah, sniff it. Yeah, and smells like peanut puffs. Oh, what was this? Okay, sorry. And yeah, let's do this here. And we a lot of lobsters here. Lobster party. Okay. Yeah, it looks really nice. No broken lobster. That's cool. Yeah, that's broken one. Let's break one. Okay. Yeah, and it's like. Like peanut puffs. Let me taste it. But it's better than peanut puffs. It's very crunchy. A little bit hot, yeah. I would say it's a joke, but it's sweeted for children, I think. Yeah, you can feel a little bit of burning. Just a tiny bit of burning. Yeah, that's good. It's not too extreme. It's salty. How many grams of salt is in there? Come on, focus. 1.5. Okay. Feels salt, yeah. But yeah, I like this. It's a nice snack. Yeah. Works. Crunchy, as you can hear. Would I buy this again? For sure, yeah. That's a good snack. And it's cheap. 79 cents. Man. Do you know such a product? Looks good. Tastes good. And it's cheap. Yeah, perfect product. Yeah, funny lobster. Krusty Krock is the Lidl label. Yeah, I like the hotness. It's not very hot, but you can feel a little bit. It's cool. Yeah, better than peanut puffs, that's for sure. Okay, thanks for watching. I will continue in German. Ja, heute gibt's hier etwas aus dem Lidl. Mr. Lobster, Mr. Hummer. Geschmacksrichtung ist Jalapeno. Krusty Krock, ja, das Lidl-Label. Und hier ist der
lustige Lobster. Ja, so soll es aussehen. Und so sieht es dann in echt aus. Ich finde, das echte Produkt sieht besser aus als das auf der Packung. Was meint ihr? Ja, das hier hat irgendwie was. Das hier sieht mir zu weich aus. Also zu, ich weiß nicht. Das sieht besser aus. Das sieht richtig schön nach dem Snack aus. Nährwerte sind 480 Kalorien, 21% Fett. Ja, es sind halt so, ist so Chips-Niveau. Und nur 1,5 Gramm Salz. Aber es ist ein bisschen salziger, also schmeckt jedenfalls salziger. Und wie ihr hören könnt, ist es schön crunchy. Ihr könnt mal reingucken, so sieht es aus. Ja, schnuppert mal. Und es schnuppert nach Erdnüssen. Dann kommen wir gleich zum nächsten hier. 60% Maisgrieß und 28% Erdnüsse. Also es riecht wie Erdnussflips, aber ich finde es 100-mal besser als Erdnussflips. Ja, esst ihr Erdnussflips, ich finde die langweilig. Aber das hier ist gut. Schön knusprig, scharf, ja, Jalapeno. Ist ein bisschen scharf, ja, können auch Kinder essen, glaube ich. Man merkt ein bisschen was, ist nicht super scharf. Es sei denn, ihr seid natürlich super empfindlich, dann könnte es schon scharf sein. Aber es ist eine gute Schärfe dafür, genau richtig, würde ich sagen. Der würzige Mais-Erdnuss-Snack. 125 Gramm, 79 Cent im Lidl. Top-Snacks. Okay. Ja, schneide ich immer ein. Man schneidet die ja nicht. So sieht es von innen aus. Ja, ist ein schönes Produkt. Was auch auffällt, hier ist keiner kaputt. Ja, schön stabil, das ist gut. Ja, den habe ich kaputt gemacht. Das kann man einfach so wegsnacken. Günstiger, leckerer Snack. Ja, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal probiert? Schön's gut. Ja, als Rating, Daumen nach oben, würde ich wieder kaufen. Gefällt mir. Das ist eine gute Idee. Das ist nicht einfach nur ein langweiliger Erdnussflip, sondern ein bisschen mehr, ja. Man kann sich das angucken, schön. Okay, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.